Hallo Leute, mein Name ist Amelie. Das sind mein Freund Leo und meine Freundin Kitty. Wenn ihr meine Videos verfolgt habt, habt ihr bestimmt auch meine Serie über der Boden ist Lava gesehen. Wenn nicht, dann rate ich euch dringend dazu. Ich habe an der Challenge nicht teilgenommen. Ich auch nicht. Dann werden wir es heute in Ordnung bringen. Heute werden wir eine Herausforderung veranstalten. Der Boden ist Lava, aber es wird eine super extreme Herausforderung sein. Okay, gut, ich schaffe alles. Und ich habe schon Angst, aber ich liebe das Extreme. Kitty, sei kein Kind. Willst du einen Preis geben? Es wird einen Preis geben. Du wirst es am Ende des Videos erfahren. Nicht wie im letzten Video. Nein, der Preis wird cool sein. Na dann super, ich will anfangen. Zu Beginn müssen wir die Reihenfolge ausspielen. Wer erster, zweiter und letzter wird. Ich schlag Schere, Stein, Papier vor. Klar, wer gewinnt, fängt an. Schere, Stein, Papier. 1, 2, 3. Schnipp, schnapp. Ich greife an. Leute, lernt. Jetzt lass uns spielen, wer der zweite und wer der letzte ist. Schere, Stein, Papier. 1, 2, 3. Ich habe gewonnen. Komm schon, Amelie, erkläre die Regeln. Was, wo und wie wir spielen. Eigentlich ist alles ganz einfach. Es gibt nur eine Regel, nicht auf den Boden treten. Denn der Boden ist Lava. Ihr müsst genau schauen, worauf ihr tretet. Und wenn man den Boden berührt, verliert man dann... Auf dem Weg gibt es 5 Punkte, nach deren Erreich man speichern kann. Und der nächste Versuch kann von dort aus gestartet werden und nicht von ganz vorne. Und wenn man einfach nur normal geht und nicht auf den Boden tritt, ist es ganz einfach. Es wird Schwierigkeiten geben, aber das wird sich schon auf dem Hindernisparcours herausfinden. Komm schon, Kitty, fang an. Ja, hör auf zu reden, lass uns loslegen, sonst bin ich nicht dran und die Zuschauer sehen nicht, wie cool und schnell ich diese Challenge hier hinter mich bringe, ja? Nun, ich bin einmal weg. Und ihr Zuschauer, gebt mir ein Like, damit ich nirgendwo hintrete. Und es gibt noch eine weitere Regel, man muss barfuß gehen. Das war's, ich bin weg, Leute, wir treffen uns an der Ziellinie. Oh, wie elegant. Nicht wirklich. Oh, vorsichtig. Ist das Auto offen? Ja. Glück gehabt. Autsch. Und, soll ich reinklettern? Ja, natürlich. Opa. Puh, das ist schon mal was. Ich werde durch das Auto klettern und an den Speicherpunkt kommen. Oh, ich glaube, Amelie hat es vergessen. Es ist ihr Lieblingsessen. Zumindest hat es einen gewissen Vorteil, dass ich zuerst gehe. Kitty, es war meine Lieblingssüßigkeit. Entschuldigung. Oh, das ist das Problem. Hier, halt das. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Spring einfach rüber. Los, geht's. Springe. Das eine Bein so, das andere so. Genau das, was ich brauche. Ich hoffe, das hält. Du bist schlau. Ui, ui. Auf geht's. Mach dir keine Sorgen. Du hast es geschafft, Kitty. Ah, es war einfacher, als ich dachte. Glaubst du, dass Kitty den Speicherpunkt erreichen oder früher den Boden betreten wird? Ich glaube, sie wird im Auto stecken bleiben und wir müssen sie rausholen. Hey, warum lacht ihr über mich? Wenn ihr so seid, werde ich euch das Leben zur Hölle machen. Mal sehen, wie ihr jetzt lacht. Kitty, was machst du da? Gib das Brett zurück. Wie sollen wir dann weiterkommen? Ja, vergiss es. Ui. Verdammt, schon wieder diese stacheligen Macken. Wow, wie soll man da nur auf sie treten? Ich habe mich nie für Yoga angemeldet. Beim Yoga läuft man auf Nägeln und sitzt auf ihnen, aber mir ist das so unangenehm. Oh, ui, 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 ui. Bereite Pflaster vor, je mehr, desto besser. Nein, sie wird hier zum Speicherpunkt kommen. Oh, dieser hier ist sehr stachelig. Oh, Mann. In Ordnung, Leute, ich bin beim ersten Speicherpunkt. Kitty, du bist gesichert. Jetzt kannst du jedes Mal von dort anfangen, wenn du einen Fehler machst. Kitty, willst du bald mal fertig sein? Ich kann es kaum erwarten zu starten. Warte. Ich habe vor, bis zum Ende durchzuhalten. Dann mach weiter. Mit was soll ich also fahren? Auf keinen Fall mit einem Einkaufswagen. Skateboard. Genau. Aber wie? Nimm den Vorleger. Oh. Verdammt, schon wieder mit Stacheln. Okay. Autsch. Ich weiß nicht, wie ich mich abstoßen werde. Die ist sehr stachelig. Kurz gesagt, ich habe mir einen Plan ausgedacht, wie kann ich mich bewegen werde. Umdrehen? Nein, Kitty, das kannst du nicht. So ein Mist. Na, geh schon. Ich werde nicht da drauf stehen. Ich kann nicht. Komm schon, versuch am Rand zu stehen. Jawohl, du schaffst das, los, Kitty! Kitty hat verloren! Nun egal, ich werde sehen, wie ihr euch von diesem Teppich abstoßen werdet. Ich fange von hier an. Ich bin die Nächste. Okay, zieh deine Schuhe aus und geh.
Bis jetzt ist es ganz einfach. Wie fühlt es sich an? Auf geht's. Sieht dir noch nicht weh? Ah, die Beine tun weh. Du warst noch nicht auf dem Teppich. Kitty, gib mir die Bonbons zurück. Es gibt keine Süßigkeiten. Die Süßigkeiten sind bereits hier. An einem sicheren Ort. Oh Mann. Wie soll ich mich dann bewegen? Gebt ihr auf? Ihr könnt mir den Preis sofort geben. Oder ihr könnt noch ein bisschen spielen. Kitty, bring das Brett zurück. Wie sollen wir das andere Auto erreichen? Ich werde hier nach etwas suchen. Es könnte sich als nützlich erweisen. Desinfektionsmittel? Oh, die Autoschlüssel. Ist das überhaupt fair? Mein Vater hat mir das Fahren beigebracht. Ich fahre ein Stückchen vor und klettere hinüber. Das ist genug. Also, das scheint zu reichen. Was bist du doch für ein Schlauberger? Du hast das Brett auch für dich selbst genommen. Aufrecht, weil ihr gelacht habt. Ich nehme also einen Rucksack mit, nur für den Fall. Er könnte sich als nützlich erweisen. Rucksack, Autoschlüssel, Brett. Welche Überraschungen warten noch auf uns? Beängstigen, nicht wahr, Leo? Gib auf. Darauf kannst du lange warten. Willst du eine Überraschung? Hier liegt die Überraschung. Ich will keine Überraschung. Schon wieder diese Teppiche. Ganz vorsichtig, Amelie. Hurra, ich bin am Speicherpunkt. Leute, ich werde euch jetzt ein cooles Element zeigen. Wow, gut gemacht. Leo, erinnerst du dich? Geh hin und mach eine doppelte Schleife. Was? Leo, lass mich dich unterrichten. Leute, denkt dran, wir machen hier eine Herausforderung. Der Boden ist Lava und so. Und ihr macht euer Yoga da. Was soll das denn? Okay, Leo, nicht weinen. Verdammt, ich habe etwas im Auto vergessen. Das Brett. Was willst du mit dem Brett? Jetzt ist das Brett weg. Oh Mann. Leo, geh einfach rüber. Du brauchst kein Brett mehr. Ich habe aber Höhenangst, ja? Es ist zu hoch da oben. Ich werde also mit dem Wagen fahren. Ah, ich habe Angst. Amelie, clevere Idee. Benutze das Brett als Paddel zum Abstoßen. Ja, aber es geht nicht. Nimm den Roller und fahr los. Stoß dich vom Teppich ab. Das geht nicht. Ich habe etwas in meinem Rucksack. Oh. Was ist das? Das ist nicht fair. Das ist fair. Die Hefte gehören mir, also darf ich darauf treten. Jetzt werde ich mir einen Weg bahnen und Richtung Sitzecke gelangen. Ich hätte auch meine Notizbücher mitnehmen sollen. Du nimmst das hier, falls es nicht ausreicht. Warum gibst du ihr auch noch Tipps? Wenn du es verlässt, werde ich auch darauf laufen. Nein, ich werde sie später mitnehmen. Okay. Nun, das war's. Ich bin in der Nähe des Sitzecke. Danke, Amelie, dass du die Hefte da gelassen hast. Ich werde auf ihn laufen. Und dann werde ich alles mitnehmen, damit Kitty auf dem Roller fahren muss. Ich habe die Sitzecke erreicht. Jetzt werde ich sie mir zurechtlegen, um den nächsten Speicherpunkt zu erreichen. Fall runter! Komm schon! Komm schon, fall runter! Runterfallen! Nicht der Speicherpunkt, nein! So, das war's. Ich bin beim Speicherpunkt. Und der nächste ist nicht mehr weit entfernt. Amelie, hast du gesehen, was dich erwartet? Es gibt hier Wasser, Steine und Baumrinde. Also muss ich hier überall herumlaufen? Jawohl. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Nun, ich habe drei weitere Notizbücher. Diese drei Notizbücher werden dich nicht retten. Geh schon. Ei! Wurden diese Steine absichtlich mit Stacheln versehen? Ui!
Mann. Autsch! Ich glaube, Amelie fällt gleich hin. Autsch! Oh, ich glaube, ich habe mich geschnitten. Ah, du hast verloren. Ich bin dran. Ich erreiche als erstes die Ziellinie. Ich nehme die Notizbücher mit. Nein, du kannst die Hefte nicht mitnehmen. Legen wir sie weg. Das ist nicht fair. Nein, ich nehme sie mit. Schaut euch mal an, wie der Profi das jetzt macht. Okay. Wie soll das gehen? Das ist irgendwie schwierig. Wenn ich mal im Auto bin, wird's einfacher. Ja, im Auto ist es einfach. Ich schaff's irgendwie durchzukommen und nicht runterzufallen. Ah! Warum bin ich nicht zurückgefahren? Okay. Hier wird's einfach sein. Ich hab zwar Höhenangst, aber das ist okay. Komm schon, tritt auf den Boden. Mach dir keine Hoffnungen, ich werde euch besiegen. Okay. Hoppa! Ich bin schon weit gekommen. Jetzt nur noch hier drauf. Au! Sie tun sowas von weh. Au! Sie stechen. Ja! Hurra, ich bin gesichert. Das war's, ich werde gegen euch gewinnen. Du hast einfach Glück. Okay. Jetzt muss ich springen. Okay. Jetzt nehme ich diese Notizbücher mit. Hey, bist du gegen mich? Nein. Ich will mir nur selbst helfen. Und ich habe Leos Ferse auf dem Boden gesehen. Oh nein. Leg die Hefte zurück. Nein, das war ich nicht. So, nun zu mir. Ich beginne bei diesem Speicherpunkt. Na los. Nein, die sind meine. Was für ein gieriger Leo. Nun, ich muss mit dem Roller fahren. Warum fährt der Wagen jetzt und gerade eben nicht? Komm schon, mach deinen Fuß nach vorne. Auf geht's, Kitty. Das ist eine Art Witz. Nein, lauf einfach los. Auf geht's. Das kann ich nicht. Also kurz gesagt, ich werde nicht auf dem Roller fahren. Und ich werde nicht von diesem Teppich aus starten. Hier gibt es eine Leiter. Sie wird mir helfen. Das ist nicht fair. Und die Notizbücher sind fair? Das ist echt ein bisschen unfair, oder? Aber mach mal. 2? Ist das nicht ein bisschen viel? Ich glaube, sie schafft es trotzdem nicht. Kitty, als echter Bauarbeiter brauchst du einen Helm, okay? Oh, das Notizbuch. Oh, sie hat die Leiter verlassen. Vorsichtig, das sind meine Notizbücher. Tritt zurück. Puh. Danke für den Helm. Nee, worüber lachst du? Ich werde sehen, wie du vorankommst. Gar nicht. Oh, das war's. So, nun zu den scharfen Steinen. Ich habe mich an ihnen geschnitten. Nun, diese Kittelsteine, das Wasser, die Rinde. Das ist nichts im Vergleich dazu, was ich dort gemacht habe. Jetzt willst du herausfinden, wie schwierig das ist. Hui. Amelie hat da geschrien. Oh, oh. Autsch. Oh. Und das Wasser ist gut. Ui. Mein Fuß ist ein bisschen zu groß, nicht meine Größe. Ich habe mir eigene Stiefel für mich überlegt. Schaut. Was? Hey! Oh, du bist schlau. Das verstehe ich nicht. Willst du mich veräppeln? Du schummelst überall. Das war's. Ran an die Schwämme. Ui, ui, ui. Und sie sind seifig. Man kann ausrutschen. Hey.
So weich. So weich. Nein. Leo, du verstehst, dass du und ich im Rückstand sind. Kitty liegt vorne. Ihr seid so kindisch. Leo, folge mir. Ich habe einen Plan. Okay, nächster Weg. Wahrscheinlich ein kürzerer Weg durch die Couch. Dick ist eine Einschränkung. Wie viel wiegst du denn? Du bist selbst dick. Ich wiege wie ein kleines Tütchen Kartoffeln. Ein Tütchen oder ein ganzer Sack Kartoffeln? Wie auch immer, die Kleinen gehören nach rechts und Säcke wie du geradeaus. Alles klar bei euch. Kinder, ich bin weg. Auf geht's. Mit diesen Würfeln ist es ganz einfach. Ja, einfach. Hey, was machst du da? Das war's. Du hast verloren. Was machst du da? Das reicht. Das ist nicht fair. Ich werde mir jetzt auch eine Waffe besorgen. Nimm, was du willst. Hauptsache, du hast verloren. Jetzt bin ich dran. Leo, gib mir die Waffe. Niemals. Hey, mach mir die nass. Kindergarten. Und ich gehe jetzt meinen Preis holen. Oh, das Wichtigste ist also, dass ich mich nicht wieder schneide. Und bleib nicht wie Kitty stecken. Sie sind immer noch heiß. Autsch. Ah. Autsch. Hat sie es geschafft? Autsch, autsch, autsch. Hab Geduld. Kitty, nein. Leo, du bist der Letzte. Okay, das war's. Es geht los. Wünsch mir Glück. Viel Glück. Also, ich werfe Kissen für mich und gehe zum Tisch. Autsch! Wir schauen zu. Aha. Jetzt der Stuhl. Stuhl? Hier entlang. Hoffentlich fällt der nicht um. Was kommt als nächstes? Das war's dann. Soll ich noch mal ein Kissen holen? Oder irgendwas anderes? Nein, ich nehme den alten Stuhl als nächstes. Das hätte mich fast getroffen. Gut gemacht. Oh, das war knapp. Und jetzt hier. Oh, Kitty, sie hat dich überholt. Das sehe ich. Opa, und die Hauptsache ist jetzt nicht zu fallen. Speicherpunkt. Dies ist also der vorletzte Speicherpunkt. Und der letzte wartet in der Nähe des Regenschirms auf uns. Also jetzt alles ganz einfach. Auf die Hängematte. Dort, 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 dort. Fall runter. Und das war's. Fall runter. Autsch. Runter, fallen, ja. Nein, ich werde nicht fallen. Ah, ich werde nicht fallen. Fall doch. Nein. Ah. Wie ist die gerade? Ah. Komm schon, Amelie, wir glauben an dich. Ja, tun wir. Das ist einfacher. Ah, ah. Oh, ich sehe den Bonus, Amelie. Willst du nicht annehmen? Nimm den Bonus. Was ist da wohl drin? 3. Verbinde die Augen. Es stellt sich heraus, dass du blind gehen wirst. Okay, ich überquere also blind den Pool. Das Finale unserer Herausforderung ist dieser Knopf. Du musst ihn drücken. Amelie, du musst den Pool mit geschlossenen Augen überqueren. Los! Autsch! Auf geht's, auf geht's! Du schaffst das irgendwie! Ah! Nun hilf mir! Kriege geradeaus! Gib mir nur einen kleinen Hinweis! Krieg geradeaus! Hier, das ist die zweite Luftmatratze. Hey, darauf? Ja, steig drauf. Ja, du hast verloren.
warst dem Erfolg so nahe. Ich bin dran. Ich werde den Knopf drücken. Ja, Leo, du solltest von zu Hause aus anfangen. Nein, ich werde schneller sein als ihr. Setze deinen Helm auf. Aha, jetzt seht zu und lernt. Komm schon, komm schon. Okay, los geht's. Das ist echt schwierig. Was macht ihr da? Du hast auch auf mich geschossen. Komm schon, komm schon. Wie soll ich darüber? Leo, geh dorthin. Ich versuch's ja. Komm schon, wenn du jetzt nicht anfängst, schalten wir den Timer ein. Bin schon unterwegs. Ich brauch das Brett. Nun komm schon. Warum bist du so langsam? Das ist Rache, Leo. Oh Mann, ey. Spring schon. Komm schon, komm schon. Ich brauch das Brett hier, okay? Sonst geht's nicht. Leo, du bist so langsam. Ich möchte bis zum Ende kommen, okay? Und ich hoffe, ich schaff das jetzt. Schwieriger als gedacht. Leo, geh schneller zum Speicherpunkt. Ich bin gleich da. Geh schon. Wir glauben an dich. Warum ist das alles so heiß und stachelig? Ich habe es geschafft und es war in Ordnung. Ich habe nicht einmal geschrien. Spring in diesen Eimer. Hilfe mich, lass ihn so gehen. Geh schon. Ich weiß nicht. Nee, du bist wie eine Schildkröte. Schneller. Wirklich, komm schon. Schmerzhaft. Wir kühlen dich ab. Du solltest dich bedanken. Oh Mann, hey. Ja. Schwimme. Du bist daneben getreten. Leo. Du bist schon so weit gekommen. Oh Mann. Das war's, meine Kleinen. Ich gehe jetzt. Wir treffen uns am Knopf. Ja, geh schon. Nun, da ist es ruhig. Hey, ich brauche Ihre Waffe. Also sprühen. Sprüh so viel, wie du willst. Du fällst sowieso in den Pool. Oder du kommst gar nicht erst an. Du schaffst es nicht. Hey, ich habe dir nicht in die Ohren gesprüht. Das reicht jetzt aber. Das ist nicht nötig. Warum sprühst du mich? Kitty, geht vorbei. Papa, ich bin beim Speicherpunkt. Wie macht ihr das? Das ist genug. Das war's. Weiter geht's. Autsch. Nun, jetzt wirst du definitiv fallen. Ja. Und ich werde etwas helfen. Komm schon, fall runter. Darauf kannst du lange warten. Deine Waffe ist mir egal. Auf geht's, fall. Kann ich ins Wasser springen? Also der letzte Speicherpunkt und der Bonus. Jetzt werden wir herausfinden, wie hoch mein Bonus sein wird. Die Augenbinde, sie gehört der Amelie. Ohne Beine. Kitty kann jetzt nicht mehr ihre Beine benutzen. Ich stehe einfach unter Schock. Komm schon, geh einfach. Das ist total einfach. Aber ich kann nicht. Was ist los? Auf geht's. Los, fang an! Los, 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 los! Los, fang an! Ja! Hilfe, Hilfe! Autsch, Hilfe! Autsch, Hilfe! Oh, Mann! Sehe ich aus wie eine Meerjungfrau? Hier, Leo, ich geb's dir. Oh, ja, danke. So, jetzt bin ich dran. Ich werde keinen Bonus nehmen. Ich weiß, dass es alles schlechte Boni sind. Schlecht, nicht schlecht. Man muss immer noch mit einer Augenbinde gehen. So ein Mist. Naja, besser als keine Beine zu haben wie du. Also, Leo, sag mir, wohin ich gehen soll. Nach rechts? Nein, rechts? Einfach geradeaus, geradeaus. Geradeaus? Ja, klar. Oh, du bist dran. Ich bin dran. Wartet auf mich an der Ziellinie. Komm schon, Leo. Wir werden nicht mehr mit Waffen auf dich schießen.
Okay. Komm schon, das hast du doch schon einmal erlebt. Amelie kam nicht einmal heraus. Sie blieb im Pool, um zu schwimmen. Ist das nicht eine Beleidigung, Leo? Ein wenig vielleicht. Geh. Das ist so kalt. Geh. Geh. Ja. Gut gemacht. Weiter geht's. Hoppala. Komm schon, Leo. Ich will im Pool schwimmen. Warte. Los geht's. Komm schon. Vor und zurück. Und schon bist du da. Ja, ich schaff das schon. Schon mal auf die Couch geschafft. Ich werde das jetzt auf jeden Fall schaffen. Amelie hat bereits für dich alles vorbereitet. Ich brauche aber noch was. Warum? Ich habe das Gefühl, dass ich das brauchen werde. Zum Beispiel hier. Ah, ich habe es verschoben. Mach mir hey. So. Leo, tritt darüber. Da gibt es nichts, worüber man steigen könnte. Geh schon. Ach du. Jetzt werde ich es auf jeden Fall schaffen. Geh schon. Ja, ich mach ja schon. Speicherpunkt. Komm schon, komm schon. Geh. Hurra. Hurra, weiter geht's. Das ist der vierte Speicherpunkt. Also, Leo, da du schon bei dem vorletzten Speicherpunkt bist, wirst du abgespielt. Wie meinst du das? Nein. Das war's. Jetzt der Pool. Oh Mann, ihr seid böse. Wie soll ich jetzt hier... Warum in die Augen? Jetzt sehe ich nichts mehr. Du siehst alles. Komm schon, das ist die Schwierigkeit. Leo, komm schon. Du bist wie eine Schildkröte. Ich versuche... Nein. So, jetzt bin ich dran. Nach links ein bisschen ins Wasser fallen. Da drüben ist die Pizza. Vorsichtig! Hier spüre ich es also. Und was nun? Die hier? Ja, los geht's. Auf geht's. Wohin soll ich als nächstes gehen? Für mich ist das die andere Richtung. Das verstehe ich nicht. Wo seid ihr? Kann ich meine Augen schon öffnen? Drück schon den Knopf. Das war's. Ich habe gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Was ist der Preis? Der Preis ist ein leckeres Eis. Ich hoffe, dass wenigstens jeder ein Eis bekommt. Oder nur der Gewinner. Natürlich bekommt jeder ein Eis. Leute, und wenn euch unser Video gefallen hat, dann liked es und abonniert den Kanal. Und wir werden im Pool schwimmen und Eis essen. Nein, ich habe keine Badehose an. Nein.